Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, heute steht die Garage voll und steht auch lahm sozusagen, weil heute mache ich nichts groß, aber wir werden heute nochmal zum Beispiel mit dem Auto losfahren und besuchen endlich den kleinen Leon. Also, das heißt, Mami, Papi, bereitet euch auf uns vor. Wir sind unterwegs. Wie ich ja schon mal sagte, das ist enge Familie. Und heute ist der Tag, wo mal ein bisschen Luft ist und wo wir dann auch mal rauskommen. Das heißt, wir nutzen den Pfingstmontag mal, um ja einfach mal rauszukommen und mal wieder was anderes sehen zu können als nur das Zuhause. Und das ist mal wieder was richtig Erfrischendes, wo man ein bisschen Kräfte und ja Sonne tanken kann. Und ich denke mal, wir werden euch dazu mitnehmen. Das heißt, wir fahren nachher in die Richtung Gifhorn, und zwar ein Ortsteil davon. Und wie gesagt, da würde ich euch gerne mitnehmen und wir fahren einfach mal und genießen ja die Strecke. Es sind ja ein paar Kilometer sind es schon von hier aus, und würde sagen, ihr seid herzlich eingeladen. So seht ihr mal etwas Natur und ich rede dann natürlich im Auto. Ja, heute geht es da eigentlich nur drum, um etwas zu reden, ja, vielleicht auch nochmal über den einen oder anderen Roller, wo ich haken bleibe, wo ich gut vorankomme und was ich noch so an Kleinigkeiten vorhabe. Hinter mir seht ihr noch den Aprilia, also den Rallye. Da bin ich zu dem Entschluss gekommen, weil ich mache ja meistens nach dem Video immer noch ein bisschen weiter. Und da ist mir besonders was aufgefallen, und zwar, ich werde den Krümmer mal lockern. Was heißt das? Ich löse den Krümmer, also den gesamten Auspuff etwas, um mal zu sehen, ob er dadurch seine Kraft verliert und auch dieses leichte Stottern hat. Das heißt, in dem nächsten Video löse ich den Auspuff und werde mal den Roller ohne oder zumindest mit geöffneten Krümmer mal bewegen, um zu sehen, was passiert da. Also ich lasse ihn zumindest mal in Stand drehen und werde dann sehen, was passiert da. Ich denke mal, und nicht nur ich, auch Tadel Brun hat mich auch noch angeschrieben. Er hat auch den Verdacht gehabt, dass es vielleicht der Auspuff sein könnte. Und ja, wie man so sagt, zwei doofe, ein Gedanke. Auf jeden Fall, Carsten weiß schon, wie es gemeint ist. Und auf jeden Fall werde ich das dann mal so machen. Und ich bin nämlich auch der Meinung, das ist der Auspuff, der das Ganze zurückstaut. Also, dass der schon wirklich dicht ist. Morgen kommt der Test, dann wird es ausprobiert. Und dann will ich hoffen, dass das vielleicht der Fehler ist. Weil was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das mit der Variomatik war ja gut, dass ich die auch geöffnet habe und das größtenteils erneuert habe, so dass da auf jeden Fall alles in Ordnung ist und nichts mehr passieren kann. Aber morgen ist der Tag. Ja, und mit den Aprilia D-Tech ist ja gerade ein bisschen Stillstand. Das heißt, ich weiß da noch nicht Bescheid, was wir oder wie wir da mit weiter vorgehen. Deshalb heißt es natürlich erstmal warten. Und ich würde sagen, wenn wir dann im Auto sind, dann erzähle ich euch noch das eine oder andere zu den einen oder anderen Roller. Und ja, da kommt noch ein bisschen was auf einen zu, aber natürlich auch mit Freude. Und von daher würde ich sagen, ich sage jetzt erstmal Tschüss.
Und wir sehen uns spätestens, wenn ich das nächste Video schneide, das heißt aus dem Auto dann und dann heute Abend noch einstellen werde. Deshalb genießt den Tag, genießt die Sonne und bis heute Abend. Macht's gut. Tschüss.